kann man heute hervorragend helfen. Das wissen noch nicht viel. Und zwar ist das mit einem knochenverankerten Hörgerät, das heisst Baha Bone Anchored Hearing Aid. Das ist ein Knopf, den man hinten einsetzt, in örtlicher Betäubung. Und darauf kommt ein Vibrationshörgerät, der nachher dann den Schall auf den Knochen überträgt. Herr Druckknopf, das ist, wenn man an einem Ohr nicht hört. Ja. Jetzt beim Herrn Gemperle, er hat zwei von diesen Geräten. Wieso hat er jetzt genau diese Geräte gekriegt? Das ist eine ganz tolle Sache. Früher musste man immer einen Ausguss machen vom Ohr. Und das war behindernd. Einerseits haben wir es gut gesehen, das sieht man ja praktisch nicht mehr. Und das andere ist, es hat immer wieder Entzündungen gegeben und es hat den Schall behindert von außen. Und mit dieser sogenannten offenen Versorgung kann jetzt der natürliche Schall ins Ohr reinkommen und der Patient hört damit eigentlich den natürlichen Raumklang auch. Ist das so, Herr Gemperle? Ja, aber also, schon nicht mehr so, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte das früher gehört. Aber doch besser. Ja, viel besser. Neben Ihnen sitzt Christina Buletti. Sie haben auch ein Problem. Was ist Ihre Geschichte? Ja, also ich höre schon von Kindheit her schon sehr schlecht. Und habe dann, als ich älter wurde, bin ich immer schlechter geworden. Und habe dann Hörgeräte probiert, verschiedene. Und es hat mir also nicht gepasst, weil das offene Hörgerät, das der Herr Gemperle hat, hat es dort noch nicht so gegeben. Und dann habe ich mich entschieden, bei Herrn Dr. Awengen ein Implantat zu machen. Und ich habe eine Soundbridge. Das ist versteckt hinter dem Ohr. Jawohl, das sehen wir hier gerade unter. Das können Sie ein bisschen abziehen, das Stück. Und dann kann ich das abnehmen. Jawohl. Aha, so sieht das aus. Das ist ein Teilimplantat. Herr Awengen, wie funktioniert das? Wir haben hier noch ein paar Grafiken. Sie können das. Also normalerweise kommt der Schall von aussen durch den Gehörgang aufs Trommelfell, wie wir vorher in dem Film gesehen haben. Bei der Soundbridge wird der Schall aufgenommen von hinten dran, wo der Knopf ist und in der Haar versteckt ist. Das sieht man nicht. Der untere Teil, das ist der implantierte Teil, nimmt dann das auf. Das wird durchgeleitet durch ein isoliertes Rötchen ins Mittelohr. Und da ist der Schwingungsapparat, das Vibrationsmotor, wenn Sie so wollen, wo die Schwingungen überträgt. Und der grosse Vorteil von dem ist, dass es eben die natürliche Bewegung der Gehörknöchel gut aufnimmt. Und damit der Klang eigentlich schöner, wärmer und angenehmer wird. Aber es ist ein bisschen unheimlich, Herr Awengen. Das hat man so drinnen. Also es ist jetzt nicht extern wie beim Herrn Gemperle. Ja. Wie lange hält das? Das ist ausgelegt für 35 Jahre, sollte ich das haben. Und dann? Dann könnte man es wieder wechseln, weil man tut nichts zerstören. Man kann das wieder wegziehen, auseinander, neues einsetzen. Und auf der anderen Seite haben Sie ja noch ein zweites, ein normales Gerät, wie der Herr Gemperle. Merkt Sie einen Unterschied? Ja, der Soundbridge ist besser. Und wo telefonieren Sie denn? Von der Stärke her. Bei welchem Ohr telefonieren Sie? Mit dem rechten. Aber jetzt sind wir mit dem Lenker, weil dort trifft es, oder? Ich muss das wegnehmen. Jawohl. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein Röntgenbild. Was sehen wir denn hier? Ja, da sieht man jetzt die Soundbridge kurz nach der Operation. Der Empfangsteil hier, das wird übergeleitet und das ist das Ohr hier drin. Übrigens sehen wir noch die kleinen Metallklemmle von der Operation, die kommen ja dann noch weg. Die kommen weg. Der dritte Patient heute oben ist der Hans-Joachim Lange. Und Sie sind der erste in der Schweiz, der ein Vollimplantat hat. Was haben Sie für eine Geschichte hinten dran? Also ich habe, zwar ein schleichender Prozess bei mir, hat angefangen in den 90er Jahren, habe die hohen Töne nicht mehr wahrgenommen, dann bin ich zum Akustiker gegangen, auch verschiedene Male beim Ohrenarzt gewesen, der hat mir dann einfach klar gemacht, dass ich höre wie ein 64, 74-Jähriger. Und dort sind Sie wie alt gewesen? Bitte? Wie alt sind Sie dort gewesen? Damals hat er gesagt, Sie hören so schlecht wie eine 40. Das war so ungefähr vor 7, 8 Jahren. Vor 7, 8 Jahren. 8 Jahren hat das angefangen. Da habe ich mich dann schon mit beschäftigt, dass ich irgendwann mal drauf komme, auf ein Hörgerät. Sie haben ein Vollimplantat sich machen lassen als Erste. Was ist das für ein Gefühl, so eine schwierige Sache zu machen? Es ist, für mich war das eigentlich schon klar, dass für mich nur ein Implantat in Frage kommt. Ich habe mich da eine lange Zeit mit beschäftigt. Für mich war bloß die Lösung, die die Dame hat, war indiskutabel, weil ich trage immer sehr kurze Haare und ich wollte keinen Knopf dort haben. Ist es denn eine ästhetische Frage, dass Sie gesagt haben, Sie wären ein Vollimplantat? Ja, ich habe gedacht, das kommt irgendwann mal. Muss ja sein, ne? Also Vollimplantat, jetzt wollen wir mal wissen, wie das geht. Herr Awengen, wie funktioniert das? Das Vollimplantat, das der Herr Lange trägt, ist insofern ganz speziell, dass das Ohr, das Aussenohr und der Gehörgang mit dem Trommelfell als Aufnahmeapparat wirkt. Das heisst, Trommelfell ist das Mikrofon. Das ist sehr speziell. Dann werden die Schwingungen innen drauf aufgenommen von einem Sensor, von einem Vibrationsabnehmer.
Das wird dann verstärkt im inneren Teil, der eingepflanzt ist, hinter dem Ohr. Und dann an den vorderen Teil weitergeleitet, das ist der Treiber, das ist das, was dann die Vibrationen macht. Und dann ans Innenohr auch wieder über einen Stickbügel abgibt an die Hörschnecke. Das ist recht komplex, Herr Rahn. Ja, das ist es. Und es ist auch eine recht anspruchsvolle Operation, aber mit einem schönen Resultat. Mit einem schönen Resultat? Kann so etwas abstürzen? Theoretisch kann alles mal abstürzen, aber es funktioniert sehr gut, was wir bisher wissen. Herr Lange, wie funktioniert es mit dem Hören? Was hören Sie genau? Ja, also ich kompensiere das jetzt auch das andere Ohr mit diesem Hörgerät. Ich habe hier so ein, das wird noch kleiner in 2 Monaten. Das ist so ein Einstellgerät, da hat man 3 Programme. Kann Musik besser hören, Fernsehen besser hören, in Konferenzen besser hören. Das kann ich mir dann auch hoch und runter schalten. Wenn ich nichts mehr hören will, kann ich es auch ausschalten. Schalten Sie es auch ab? Bitte? Schalten Sie es ab? Ja, dann höre ich ja nicht mehr. Ja, aber, ja. Aber und das wollen Sie manchmal auch. Oder zum Beispiel beim Schlafen, wie ist das? Ja, da lasse ich es laufen. Da lassen Sie es laufen? Lass da wollen Sie noch etwas hören. Ja. Jetzt noch etwas zu hören. Ja. Jetzt nehmen Sie eine wundervolle Vorbeugung. Kann man eigentlich ein Ohr trainieren? Eigentlich nicht. Das ist nicht wie ein Muskel von einem Bein, wo man trainieren kann, dass man schneller rennen kann. Aber was das Allerwichtigste ist, man muss Sorge geben zu diesem sehr wertvollen Instrument. Das heisst, man soll sich einfach schützen. Das ist das Allerwichtigste. Schützen, das heisst nicht exponieren im Lärm. Ja. Und vor allem, wenn man spürt, dass etwas zu laut ist, nicht scheuen, etwas reinstecken oder sich entfernen von der Lärmquelle. Ja, ist denn eigentlich alles lösbar? Wir haben heute die Möglichkeiten, mit diesen verschiedenen Implantaten, die die Patienten uns zeigen und auch anderen, fast allen Schwerhörigen heute zu helfen. Das ist grossartig. Und in der Schweiz haben wir zudem die unglaubliche Situation, dass Krankenkassen und IV-AHV-Stellen das auch finanzieren, vollständig. Da sind wir Weltspitze, das muss man mal sagen. Und diesen Institutionen auch danke dafür. Hat sie noch einen Abschlusstipp? Für wer? Für uns alle, die noch hören und vielleicht damit wir eben dort bleiben. Gesund leben. Gesund leben. Nehmen wir, das ist ein breiter Begriff. Wir nehmen ihn trotzdem. Dankeschön vielmals Ihnen allen fürs Dasein. Wenn Sie noch mehr Tipps wollen wissen über das Hören, dann finden Sie die in unserem Magazin. Und Sie wissen, Sie haben auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Auf dem Internet während der ganzen Sendung und auch nachher. Und die Fragen hat unser Redaktionsleiter, der Dr. Markus Meyer, gesammelt. Markus, was ist reingekommen? Ja, merci Jean, es sind sehr viele Fragen reingekommen. Ich würde mich gerade eben bedanken bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass sie uns immer so gute Fragen schicken. Ich gehe gerade zu der ersten Frage. Der 41-jährige Anton hat uns geschrieben. Und zwar gehört er auf dem rechten Ohr nur noch alles wie durch Watte. Auch der Druckausgleich hat nichts genützt. Manchmal ist ihm sogar leicht schwindelig. Entschuldigung, jetzt, 1-2 Tage später, ist es wieder besser geworden. Er gehört jetzt wieder besser. Was könnte das gewesen sein und sollte zum Arzt, Herr Avinger? Also prinzipiell sollte bei jeder Beeinträchtigung vom Gehör, die ihm Sorgen macht, das ernst nehmen und das abklären beim Arzt, würde ich sehr empfehlen. Und möglichst nicht zu lange warten, sondern gerade gehen. Was Sie beschreiben, ist wahrscheinlich ein leichter Hörsturz, den der Patient erlebt hat. Glücklicherweise ist das wieder zurückgekommen. Das gibt es ja, dass der Großteil von diesen Hörsturz sich wieder normalisiert. Es kann aber auch sein, dass es bleibend ist. Ist dann der Schwindel ein spezielles Alarmzeichen, wenn das Gehör sich verändert und auch noch Schwindel dazukommt? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein zusätzliches Alarmzeichen, dass man das ernst nehmen muss. Dann ist nicht nur die Gehörschnecke betroffen, sondern auch das Gleichgewichtssystem, das ja beide zusammen sind, noch bilden. Mhm. Die zweite Frage vielleicht auch noch mal schnell an Sie. Der Stefan schreibt, er ist 39. Er hat am linken Ohr, hat er so, wenn er drauf hat, merkt er, dass er dann auf dem rechten Ohr nur noch dumpf etwas hört. Und dass dort sogar noch so ein Grundgeräusch genommen ist. Also es tönt wie ein, also nach einem Nebengeräusch. Ihn stört das nicht fest, aber er nimmt es gleich wahr. Und was ihn speziell schockiert ist, dass er mit dem rechten Ohr das Geräusch von der Grille nicht mehr hört. Muss er das ernst nehmen? Soll er das Ohr testen lassen? Das sind jetzt ganz verschiedene Sachen. Das rechte Ohr Grillen im Hören heisst Hochfrequenz-Hörverlust. Das sollte man sicher gut abklären lassen mit einem Audiogramm. Was er vom anderen Ohr beschreibt, ist, dass da etwas Gravierendes nicht könnte stimmen, dass da eine Imbalance ist. Und immer wenn das rechte und das linke Ohr unterschiedlich sind, sollte man auch das untersuchen lassen, weil das könnte zunehmen. Und es könnte auch mal ein anderer Grund sein, der das Hören einem Ohr schlechter macht. Nicht zuletzt der Geschmulst, zum Beispiel im inneren Gehörgang, den man ausschliessen sollte. Okay. Jetzt habe ich auch noch eine Frage an Sie, Herr Schmid. Und zwar ist das der Heinz, 42. Er ist begeisterter Musikhörer, Jazz, Klassik und so weiter. Er hat, seit ein paar Jahren hat er gemerkt, dass er da die Testtöne, so über 16'000 Hertz, dass er die nicht mehr hört. Was könnte das sein? Oder? Stört denn das bei Musikgenuss?
Er stört ihn sicher nicht bei Jazz, und also bei Pop und Rock, da stört es ihn sicher nicht, denn viele unserer Hörgeschädigten schalten dann die Apparate ab, weil es zu laut ist. Aber bei klassischer Musik, da sollte er schon etwas vorsichtiger sein. Unser Gehirn merkt sich ja auch sehr vieles. Und wir können uns manchmal einbilden, dass wir noch etwas hören, was wir eigentlich nicht mehr hören. Also ich würde ihm doch empfehlen, sich einmal ein ganz ein leises Violinkonzert anzuhören und vielleicht dann doch einen Ohrenarzt aufzusuchen. Sehr ein praktischer Tipp. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich habe dir wieder zugeschaut. Dankeschön vielmals, Ihnen.